Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Spontan dabei. Mit Gravekeeper. Hey, halt. Finger weg. Hier ist ein kleiner Rap. Finger weg von der Maus. Hört mich jetzt erstmal aus. Genau. So, jetzt wo ich eure Aufmerksamkeit habe, möchte ich euch etwas fragen. Und wohlwissend, dass ihr alle sehr viel mehr Tarkov-Videos haben wollt, weil ich euch kenne. Ich weiß, ihr seht schon da unten diese ganzen Banners mit Stranger Sins und Game of Thrones, aber wartet. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr gerne mehr Stardew Valley haben wollt, aber kein Stardew Valley haben wollt? Dieses Gefühl, wenn ihr sagt, boah, ich würde jetzt so gerne relaxed Stardew Valley spielen oder sowas ähnliches, aber gleichzeitig denkt ihr euch so, boah, nochmal Stardew Valley, Alter, ich halte es nicht mehr aus. Nicht noch mehr Stardew Valley, Mann. Ach, lassen wir es, wie es ist. Ja, das. Und dann sucht ihr euch Alternativen. Ihr probiert Story of Seasons und Harvest Moon. Das ist alles scheiße. Also macht ihr einen neuen Bauernhof auf Stardew Valley und verliert dann kurze Zeit später wieder die Lust. Hier ist Gravekeeper, Breaking Dead. Das ist ähnlich wie Stardew Valley mit einem kleinen Twist. Ihr müsst neben eurem eigenen, ich sag mal, Haus und Hof, das ihr ja habt, ihr müsst hier Werkzeugbänke errichten, ihr müsst besseres Gear craften, ihr habt hier auch eine Mine, die ihr erforschen könnt, müsst ihr also auch Sachen anbauen, ne? Ihr habt hier eure Standard-Kartoffel, Kohlrabi, Karottenkram. Aber hier müsst ihr zusätzlich noch eben ein Friedhof-Management, Facility-Manager. Es ist ein ganz normaler Tag. Unser Held ist auf dem Weg nach Hause, wo jemand ganz Besonderes auf ihn wartet. Wahrscheinlich seine Katze. Sogar im tristen Alltag gibt es einen Platz für die Liebe. Vor allem, wenn du jemanden hast, der dich vermisst. Okay, er hatte doch eine Frau. Das ist ja so richtig Isekai-Vibes, Alter. Ist das hier ein Manga oder was? Beruhige dich, du hast eine neue Seite in deinem Leben aufgeschlagen. Oh, ich muss weiterdrücken. Ein neues Kapitel wartet auf dich. Aber ich muss nach Hause. Wie komme ich nach Hause? Es gibt immer einen Weg zurück nach Hause. Mal sehen. Dein neues Zuhause ist ein Friedhof. Bin ich etwa tot? Du bist jetzt ein Friedhofswärter. Aber ich muss nach Hause zu meiner Frau. Dann musst du ein guter Friedhofswärter sein. Grab Gary aus, er wird dir helfen, dich hier einzuleben. Was für eine merkwürdige Vision. Was ist das für ein Albtraum? Okay, dann sollte ich wohl Gary suchen. Neue auf... Okay. Was soll diese Xbox-Scheiß-Diskriminierung? Sehe ich aus wie ein Xbox-Typ? Nein. Habe ich eine Xbox? Nein. Habe ich einen Xbox-Controller? Nein. Und? Werde ich was dran ändern? Nein! Die Luke ist gerade geschlossen. Nein. Okay, los. Türen. Aha. Oh, Maus, wir waren uns doch einig, dass... Wieso? Ich habe zwei Mäuse? Ich meine, gut, zwei Mäuse besser als keine Maus. what the fuck? Ach so, das ist, Navigation, Was ist denn bei X-Schrott Y, Mann? Heiliger Saat, ich bin ein Schädel. Bist du Gary? Warum sollte ich Gary sein? Weil das eine Anspielung ist, Mann, auf andere Videospiele. Ein Mann mit einem roten Auge hat mir gesagt, dass ich Gary ausgraben soll. Ein rotes Auge. Ah, ich erinnere mich. Oh, Saat, das stimmt. Ich bin Gary. Wie hast du mich gefunden? Der Mann hat mir gesagt, dass du alle meine Fragen beantworten würdest. Gut, aber lass mich dich zuerst fragen. Wer bist du und wo zum Saat sind wir hier? Das muss ein Traum sein. Das ist einfach nicht wahr. Ah, du bist der neue Friedhofswärter. Woran erinnere ich mich noch? Mal sehen. Ich erinnere mich an dieses Geräusch. Schauen wir mal nach. Alles ist so merkwürdig, nichts von allem hier ergibt Sinn. Ist egal, ich erinnere mich an dieses Läutern. Und einen Esel. Irgendwas ist nicht in Ordnung mit diesem Tier. Was? Ich weiß, du und ich warten lieber hier auf... Was? Ach,
Weißt du, ich warte lieber hier auf dich, sonst bekommt das arme Ding noch Angst. Mein Gefühl sagt mir, der Esel hat vor gar nichts Angst. Eine frische Leiche aus der Stadt. Geil. Wow, ein sprechender Esel. Du kannst mich verstehen. Unterhalten wir uns. Nein. Ich bin eine billige Arbeitskraft. Dieser Wagen gehört mir nicht, also muss ich für das Kapitalschwein arbeiten, dem er gehört. Und ich verdiene nur 5 Karotten am Tag. Diese Situation ist zutiefst beschämend. Du weißt, woher ich komme, nicht wahr, Genosse? Der Bastard tut so, als würde er mich nicht verstehen, was ich sage. Jedenfalls muss ich zurück zur Stadt, werde diese Leiche los und ich bringe dir eine neue. Was für ein seltsames Land. Die Leiche hat 100% Leben. Hey, worauf wartest du noch? Schnapp dir die saftige Leiche, solange sie noch frisch ist. Wozu? Ich glaube, wir sollten sie in eine Leichenhalle bringen. Ich weiß auch nicht mehr warum. Aber ich bin mir sicher, das macht Spaß und könnte profitabel sein. Okay. Looten! Wir wollen dieses Schwein looten. Benutze irgendeinen Knopf, um schwere Gegenstände aufzuheben und fallen zu lassen. Oh, nice. Diablo-Vibes. Ich mag diesen Ort, fühle mich ganz wie zu Hause. Leg die Leiche auf den Seziertisch. Nice. Und dann kommt was? Ach ja, schneide Fleisch vom Körper, das fängt gut an. Was? Auf keinen Fall. Das ist nicht richtig. Genau, das ist nicht richtig. Wie konnte ich das nur vergessen? Vielleicht, weil ich ein plappernder Schädel bin mit... Was? Es ist richtig, dass du nicht weißt, wo du bist. Es ist richtig, dass ich ein Schädel bin. Irgendwie ist hier gar nichts richtig. Also halt den Saat und mach, was ich dir sage. Versprichst du mir, dass du mir sagst, wie ich nach Hause komme? Du musst nur in der Dorftaverne das Fleisch gegen ein Bier eintauschen. Und mir dann das Bier bringen. Du hast neue Technologien freigeschaltet. Blaupause, Verarbeitungsplatz, eine Pritsche und Fleisch. Autopsie. Jetzt looten wir die Leiche. Okay, wir entfernen das Fleisch. Du hast neue Technologien freigeschaltet. Burger, Sandwich und gebratenes Fleisch. Das ist ja widerlich. Du gewöhnst dich schon noch dran. Also was soll ich mit der Leiche machen? Keine Ahnung, begrab sie einfach. Nimm die Leiche. Ich warte auf dem Friedhof auf dich. Ach so. Ich kann Sachen einfügen? Sowas wie... Leg das mal hier hin, bitte. Den Tisch reparieren kostet Holz und Eisen. Stein und... Oh, das freut mich. Das sieht schon so geil aus. Ja, ich weiß, ihr wollt alle Tarkov-Videos von mir. Ich weiß. Entspannt euch. Ich brauche noch ein anderes Videospiel, ein Go-To-Spiel, wenn ich gerade keine Lust auf Tarkov habe. Ich glaube, ich habe es gerade gefunden. Ich hätte nur gerne meinen eigenen Charakter entwickelt. Aber scheinbar kriegt man hier einen vorgesetzt. Achso, da ist... Was geht? Bringen wir sie unter die Erde. Benutze den Planungstisch auf dem Friedhof. Markiere eine Grabstätte und dann grabe sie mit deiner Schaufel. Trage die Leiche oder was davon übrig ist vorsichtig ins Grab. Schaufel es zu und dekoriere. Okay, Achtung. Keine Ziegenschädel oder komische Steuerformen als Dekoration verwenden. Okay, ist okay. Grabstätte. Bestattungsurkunde. Gut gemacht, ja, ich weiß. Diese Bestattungsurkunde. Ich erinnere mich an Geld, Alkohol. Ah, Alkohol. Ich glaube, den mochte ich früher sehr. Da kommt der Bischof. Das ist dein Boss. Oh, ich weiß. Frag ihn nach der Bestattungsurkunde. Er sollte wissen, was man damit anstellt. Ich hau jetzt besser ab. Ich bin in der Leichenhalle und warte auf mein Bier.
Oh, oh, ich bin so müde. Warum muss ich nur jede Woche hierher kommen? Hi. Ach hey, der neue Friedhofswärter. Hm? Wir warten uns schon seit 30 Jahren auf ihn. Aber er tut so, als sei alles in Ordnung. Ich sag es hier nur ungern, aber dein Friedhof ist ein Saustall. Ich werde dich auf keinen Fall zum Geistlichen befördern, wenn du ihn nicht in Ordnung bringst. Puh, okay, derzeitiger Ort. Wichtige Informationen zum Ort. Qualität des Friedhofs, Ansehen der Kirche und so weiter. Repariere Gräber, um die Qualität des Friedhofs zu erhöhen. Dafür brauchst du vermutlich spezielle Resources. Du hast neue Technologien freigeschaltet. Herstellen Holzmarkierung. Wenn die Qualität deines Friedhofs mindestens 5 irgendwas erreicht, hast du dir eine Beförderung reglich verdient. Du siehst mir aus wie ein geistiger Führer und ich bin ein guter Menschenkenner. Ich bin in allem gut, deswegen wurde ich auch erwählt, seinen Willen zu repräsentieren. Dein Vorgänger hat sein Zeug irgendwo hier in der Truhe aufbewahrt. Die solltest du dir mal ansehen. Ich komme nächste Woche wieder, um genau zu sein, komme ich jeden... Okay. Vielleicht träume ich nicht. Ich ist falsch. Oh. Warum kommen sie hier hin? Das ist meine Pflicht, der unangenehme Teil. Eine alte Tradition. Ich weiß nicht viel über alte Traditionen und Rituale. Ich bin nur hier, um seine Macht und seinen Ruhm zu präsentieren. Ich habe eine kleine Frage. Was ist diese Bestattungsurkunde? Sobald du eine Leiche begraben hast, kannst du die dazugehörige Bestattungsurkunde in der Dorftaverne gegen Geld eintauschen. Aha, ich bin nicht der Friedhofswärter. Ich war auf dem Weg nach Hause. Ich muss zurück nach Hause. Ich bin ein sprechender Schädel. Da ist ein sprechender Schädel. Er hat mir gezwungen, eine Leiche zu filetieren. Guter Scherz. Ich bin übrigens auch Komiker. Hier, kennst du den? Wer ist Gus? Wer? Na, ich, haha. Gesegnet und schön. Lachen. Wie kann ich den Friedhof in Ordnung? Ach komm. Wenn dir die Reparatursets beim Reparieren des Friedhofs ausgehen, kannst du dir jederzeit neue anfertigen. Bam. Um neue Gegenstände herzustellen, musst du zunächst die passende Technologie freischalten. Dieses kostet Tech-Punkte. Drücke irgendwas, um Technologienbaum anzuzeigen. Nice. Rote Punkte repräsentieren dein handwerkliches Geschick und deine Fähigkeit, mit verschiedenen Materialien umzugehen. Grüne Punkte repräsentieren dein Wissen über die Natur der Dinge und über die Natur selbst. Blaue Punkte repräsentieren dein spirituelles Wissen über die Geisterwelt. Deine ersten Dingsbums bekommst du am Studiertisch am Kirchenkeller. Aha. Du erhältst Punkte ganz einfach dadurch, dass du etwas tust. Du kannst außerdem Punkte durch das Studium neuer Gegenstände in deinem speziellen Tisch halten. What the fuck? Blaupause. Steinvorrat. Felsstein. Stöckchen und Bäume fällen. Damn. Okay. Das ist der Technikbaum. Nice. Oha, shit. Da oben sind ja noch... Da sind ganz viele furchtbar verschiedene Technikbäume. Holy shit. Anatomie und Alchemie. Technologie weiß ich nicht so viel, aber hier geht ein bisschen was. Bücher schreiben, Landwirtschaft und Natur. Wieder bei Stardew Valley werden. Schmiedekunst. Nice. Bauern und Handwerk. Nein, das heißt natürlich Bauen und Handwerk. Okay, oh boy. Kann ich alles nehmen? Rostige Axt. Ich glaube, ich muss mal ins Arbeitszimmer. Da steht irgendwas von wegen. Die Tür. Ja, dann macht sie. Oh. Dienste sind verfügbar, sobald die Kirche wieder geöffnet ist. Wir gehen jetzt erstmal in die. Oh, guck mal, er will mich sowieso hier wegschicken. Kann ich diesen Baum fällen, theoretisch? Ja, scheint so, dass ich ihn fällen könnte. Was ist hier? Fertigen? Fix the core patch. Okay, Englisch und Deutsch noch in einem kleinen Remix hier. Kann man sprinten?
nicht so aus. Eine rote Blume. Auf Befehl des Großinquisitors ist dieser Weg bis gesperrt. Oh, ja, von mir aus. Nervt doch. Wer redet denn mit dir, du Spacken? Das sieht spannend aus. Na gut, wir lassen uns jetzt nicht ablenken. Wir versuchen, unser Ding zu dingen. Was ist hier was drin? Ne? Kann ich das abbauen? Alex, nicht ablenken. Alex, konzentrier dich. Oh, Wasser. Nein. Oh, das sieht aus, als könnte man hier Sachen aufwerten und verbessern. Und ach, verdammt, ich sollte wirklich das Tutorial erstmal beenden. Dead Horse? Okay, die sehen aus, als wollten sie mit dir reden. Kann ich dich romancen? Ja. Das hatten wir zumindest so gesagt, aber woher wusstest du das? Oh, wenn du so lange wie ich lebst, lernst du vermutlich auch Leute so gut lesen. Aber wo bleiben meine guten Manieren? Ich bin Frau Kette, die Frau von... freut mich, dich kennenzulernen. Ich habe ein paar Fragen über... Rede lieber mit meinem Mann, nicht hier, sondern auch ein Dorfes. Außerdem lebt er wirklich gern. Ich kann ja nur ein paar Rezepte verkaufen. Ein andermal. Der hat auf den Tisch gespuckt. Willkommen im Toten Pferd. Ich bin Horadrik. Wie kann ich dir helfen? Ich komme von Horadrik. Ich bin hier heute aufgewacht und seitdem ist alles irgendwie verrückt. Oh, tut mir leid, warum habe ich dich nicht gleich erkannt? Gut, das ist gut. Was? Das sind gute Aussichten für unser kleines Dörf. Wann öffnest du denn die Kirche? Ich muss zuerst den Friedhof in Ordnung bringen. Klar, ist schon ein Weilchen her. Seitdem sich jemand drum gekümmert. Also kommen wir zur Sache, wie kann ich dir helfen? Erstmal Fleisch verkaufen. Fleisch ist hier eine Delikatesse, ich kaufe es gern. Ich muss nur das königliche Fleischsiegel darauf begutachten. Vor vielen Jahren gab es einen Zwischenfall mit ungenehmigtem Fleisch, seitdem muss Fleisch vorher begutachtet werden. Und ich will wirklich keinen Ärger mit der Stadt, also hat das Fleisch das Siegel? Nein. Ich will nicht wissen, woher das Fleisch kommt, aber Mann, das sieht wirklich gut aus. Aber ohne Siegel sind mir die Hände gebunden. Woher bekomme ich das Siegel? Du kannst dem königlichen Hof durch den Briefkasten näher der Kirche ein Bittschreiben schicken, aber das wird dich einiges kosten. Es gibt aber noch einen anderen Weg. Das verrate ich dir auch nur, weil wir Nachbarn sind. Komm näher. Es gibt da diesen Typen namens Schlange. Ich glaube, er hat ein gefälschtes Siegel. Aber um ehrlich zu sein, habe ich ihn schon eine Weile nicht mehr gesehen. Du kannst Frau Anmut fragen. Sie ist jeden hier. Vielleicht kann sie dir helfen, Schlange zu finden. Danke. Ich, Bestattungsbischof, hat mir gesagt, ja, das stimmt. Laut der alten Abmachung muss ich dir als Leiter dieses Dorfes Geld für die Urkunde geben. Natürlich nur, wenn ich Geld habe. Was meinst du damit? Mit dem Dorf geht es nicht gut. Uns ist das Geld ausgegangen. Aber sobald du die Kirche wieder eröffnest, werden Pilger viele glänzende Münzen in unser schönes Dorf bringen. Ich kann hier nach Hause kommen. Kannst du mir sagen, wo genau ich bin? Ich muss wirklich nach Hause. Meine Frau macht sich bestimmt schon Sorgen. Du bist im Toten Pferd. Okay, es sieht mittelalterlich aus. Vielleicht bin ich ja durch die Zeit gereist. An welches Jahr haben wir jetzt? Ja, wie meinst du das? Ja, ist ein Zeitraum, in dem sich die Erde einmal um die Sonne bewegt. Und du hast also dem Astronomen bei seinem Unsinn zugehört. Alle wissen doch, dass die Erde flach ist. Aber ich verstehe, es ist 200 nach der uralten Abmachung und 2010 nach, egal. Und wie ist der Name dieses wunderbaren Königreichs? Das Königreich und hier in diesem Dorf ist überhaupt nicht wunderbar. Das sind noch andere Fragen. Handeln. Oh, ein Fähiges, könntest du vielleicht unser Schmiedkreuz wollt diesen Brief übergeben? Im Südosten des Dorfes. Ich verstehe nicht, was. Und jetzt soll ich Bier kaufen, ne?
Guck mal, die haben auch Qualitätssterne. Was ist das denn? Ein Ruhestein. Ach, ich sehe gerade, da oben links sieht man, in welchem Tag man ist. So, Südosten. Das sieht doch sehr nach einer Schmiede aus. Juhu, ich habe einen Brief für dich. Ach nichts, ich habe mich nur angeschaut. Ich glaube, ich habe Friedhofswärter hier. Darf ich fragen, wer du bist? Leider bin ich der Schmied. Mein Name ist Kreuzwold. Gib ihm einen Brief. Ich habe einen Brief von Horadrek für dich. Ein Brief, na klar. Dann wohne ich eine Minute weit weg und er schafft es nicht mal hier persönlich vorbeizukommen. Alte Angewohnheiten sind schwer loszuwerden. Danke, tut mir leid, dass ich so unhöflich war. Ich war schon wieder Schleime. Horadrek bittet mich, sie loszuwerden. Ich habe keine Zeit, mich um diese mehr wegen kleinen Mistviecher zu kümmern, aber vielleicht kannst du mir ja weiterhelfen. Nimm dieses rostige Schwert und einen Energietrank. Das Schwert ist zerbrochen, aber du kannst es mit einem Schleifstein an der Schleifmaschine hier hinter mir reparieren. Behalte den Schleifstein. Vielleicht kannst du den später gebrauchen, um deine Schaufeln zu reparieren. Wenn du es schaffst, sie zu töten, dann bring mir die Überreste. Dann sind ein paar. Sie sollten an der anderen Seite meines Hauses sein, bei den Pfützen. Was? Verschiedene Handlungen im Spiel verbrauchen Energy. Fertigen, Ernten und Kämpfen verbraucht Energy. Beim Kämpfen geht auch Gesundheit verloren. Du kannst deine Gesundheit und Energie mit Essen und Tränken wiederherstellen. Muss ich das denn nicht erstmal irgendwie ausrüsten? Habe ich nicht sowas wie ein Inventar? Ich habe die Schaufel, die Schwert schon ausgerüstet. Ja, stimmt, man kann ja auch angeln. Mega geil. How much? 2? Ich meine, how many? 2, ne? 2 brauchte ich, glaube ich, nur. Kann ich Schwert überall schwingen? Okay. Juhu! Die Schleime besiegt. Gut gemacht, nimm diesen Schleifstein, damit kannst du deine kaputten Werkzeuge schleifen. Und sie sind bald so gut wie neu. Du hast neue Technologien freigeschaltet. Grüner Wackelpudding und roter Wackelpudding. Frag ihn nach dem Metallerz. Weißt du, ich arbeite selbst auch gern mit Metallen. Wo kann ich etwas Erz finden? Du findest Erze im Sumpfboden. Im Westen gibt es einen riesigen Sumpf, nachdem du den Fluss überquert hast. Ich habe immer Erze gesammelt, bevor die Brücke eingestürzt ist. Oh. Wow, Ofen, Eisenbahn und Sumpfeisen. So, wir haben das Bier für unseren Schädelbob. Gibt es hier so ein Journal? Perks und Buffs? Krass, NPCs. Hol dir ein Bier aus der Taverne. Ach, so werden sie dargestellt, die Quests. Ich muss zurückkehren, nachdem ich den Brief abgegeben habe. Okay. Wäre geil, wenn man hier ein bisschen schneller sich bewegen könnte. Gut, dass du mit dem Schwert umgehen kannst. Kreuzer hat mir erzählt, wie du ihm geholfen hast. Hier ein Bier für dich. Geht aufs Haus. Verlassen. Shit, jetzt habe ich mir schon eins gekauft gehabt. Gut, geh mir dem Schädel das Bier bringen, während ich genüsslich an meinem Kaffee schlürf. Die Fußspuren sind ja noch da, geil. Weizenfarm. Ich bin ja großer Buchweizen-Fan, ne? Sollte jetzt keinen überraschen, wenn ihr schon wisst, dass ich Russe bin. Russland läuft praktisch auf Buchweizen. Da ist alles aus Buchweizen, sogar der Honig. Und der schmeckt mega geil. Jo, Priester, was geht? Hey, komm mal her. Willst du was kaufen? Wer? Ich?
Psst, ja, du, genau. Sonderbar, das ist ein guter Ärger. Und niemand hat ein Problem damit, dass ich hier einfach so aufgetreten bin. Gedanklich. Ich erinnere mich daran, dass in deiner Hütte ein Keller ist. Da sind bestimmt ein paar Vorräte. Pilze, Beeren, Apfel, Weizen, genau. Ich kann mich erinnern, wie ein Brot daraus gebacken habe. Und Törtchen, lecker, Beerentörtchen. Toast, Zwiebeltoast, das passt richtig gut zu Bier. Scheiße, jetzt habe ich auch Bock auf Zwiebeltoast. Oh, du Arsch, ey. Oder Knoblauchbrot. Mit Knoblauchzehe einreiben, ein bisschen Butter drauf. Es fühlt sich langsam an wie eine einseitige Beziehung. Bring mir Bier und ich verrate dir eine Menge wichtiges Zeug. Und wie du nach Hause kommen kannst. Fragen? Wie komme ich nach Hause? Das ist eine rhetorische Frage. Sieht etwa aus wie ein magisches, fliegender Schädel, der Antworten hat? Ja. Klugscheißer. Ich warte bei mir zu Hause auf das Bier. Kein Bier, keine Antworten. Gut, ich habe auch ein Humpenbier. Können wir ja beide einen wegknallen. Das sieht aus wie so eine Kiste, in die man sein... Oder auch nicht. Ach, ist wahrscheinlich Belüftung. Ich fand das aus wie so eine Erntekiste. Platz für Steine. Was ist das für ein Scheiß? Ach so. Platz für Holzscheite. Moment, sind das Ressourcen, diese Punkte? Ach, heißt das, wenn ich jetzt etwas benutze, das diese Punkte hat, dann verliere ich die Punkte wieder? Oder ist es jetzt wirklich sowas wie Erfahrungspunkte, die permanent bleiben? Aber das würde ja bedeuten, dass ich mich an so einen Scheiß hochgrinden kann. Vielleicht ist es auch genau das, was man machen soll? Ich weiß es nicht. Ein Stein. Steingarten. Vielleicht ein andermal. Es gibt keine Erfahrungspunkte, Blümchen zu pflücken. Das erfordert Holz. Was ist das hier? Das gucken wir uns noch an. Ach, Schrooms. Okay. Ich denke mal, das ist irgendwie so Background. Ich fasse das immer gar nicht. Dass ich da dran hängen bleibe. Was ist das überhaupt? Okay, das lesen wir noch. Tutorial bauen. Benutze einen Blau-Planungstisch, um das Bauinterface aufzurufen und ein Objekt zu bauen oder zu entfernen. Manche Objekte stehen sofort zur Verfügung. Andere mussten mit einem Hammer bearbeitet werden. Das verbraucht Zeit und Energie. Kiste, Ofen, Holzstapel, Hof vergrößern, Steinvorrat und Zeug entfernen. Okay. Was für ein Geräusch. Verdammtes Tor. Ich komme jede Nacht wieder, wenn ich muss. Irgendwann komme ich hindurch. Ein Dieb oder was? Sieht so aus, als könnte ich diese Blockade entfernen und den Bogen stärken. Aber scheinbar nicht jetzt. Oh, Nägel aus Fässern. Was haben wir denn hier? Auch das verbraucht Energie. Was ist das? Was ist das? Habe ich das jetzt schon erlernt? Haben die verschiedene Buffs oder was? Meine Fresse.
Scheint nicht so schrecklich viele Rezepte zu geben. Oder es täuscht. Ach so, und das wollte ich mir auch nochmal angucken. Kiste. Naja, andermal. Ich kann ja mal versuchen, meine Energie hier an den Dingern leer zu hauen. Ein Balken. Und einfaches Eisenstück. Das noch oder schaffe ich das nicht mehr? Ja. Ist jetzt Zeit für Bubu oder was ist jetzt? Ah, man verschläft nicht automatisch den ganzen Tag. Kann auch entscheiden, vorher rauszugehen. Ist ja ganz nett eigentlich, ne? Ich fühle mich so... Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Was glaubst du, wer du bist? Ich bin der neue Friedhofswärter. Hurra, ein Neuankömmling. Wow, ich bin hier schon... wie lange noch gleich? Ich bin Jorik. Ich bin so einsam. Ich armer, armer Kerl. Wie schade, dass du hier bist. Hä? Warte, nein, im Gegenteil. Ich freue mich, dich zu sehen. Aber wir haben hier einen echten, unangenehmen Typen neben uns vergraben. Wir hätten lieber... einen neuen Nachbarn. Kannst du uns vielleicht damit helfen? Ich weiß nicht wirklich, warum ich hier bin. Gary hat mir hier hingeschickt. Du bist Jorik und er ist Gary. Lustig. Ah, der halbtote Schädel. Dieser neidische Bastard. Ha, er träumt bestimmt von der ewigen Ruhe, die ihm vergönnt ist. Ach, was sage ich da? Hier ist es furchtbar. Vor allem wegen dem Typen in dem Grab da rechts unten. Der ist so gemein. Kannst du ihn nicht loswerden? Grab ihn einfach aus und schmeiß ihn in den Fluss. Ich kann dir sogar seine Erlaubnis geben, die ich ihm geklaut habe, als ich noch lebte. Was für eine Erlaubnis? Exhumierungserlaubnis. Du bist ein Dummerchen. Um meine Leiche auszugraben, brauchst du eine Erlaubnis. Der alte Wärter hat sowas immer im Briefkasten in der Kirche gemacht. Wir haben auf jeden Fall eine Exhumierungserlaubnis, dann schmeißen wir mal in den Fluss. So, wo ist der Typ? Unten rechts soll irgendwas sein. Ne, hier ist irgendwas anderes unten rechts. Ach, hier sind, das sind die Felder, die man, glaube ich, bestellen kann. Sachen anbauen, etc. Der Garten. Grundstück beschlagnahmt. Für kommerzielle Aufgaben bitte mit dem Tavern... Ach, gib mir den Strom, wenn ich schon hier längs gehen muss. Oh, sind das Bären? Tatsache. Also, ey, die Geräusche sind original. Stardew Valley. Das, da unten, das sieht auch spannend aus. Kann ich meine Maus bewegen? Da, das sieht spannend aus irgendwie. Gehen wir mal gucken, wie man eine Leiche los wird. Muss ich dafür hier? Das verstehe ich noch. Wie? X-Grab. Kann ich jeden exhumieren? Oder? Ah, ich kann den. Okay, alles klar. Exhumierungserlaubnis. Wieder bestatten. Ach, dann könnten wir den ja vielleicht erstmal wieder auf die Schlachtbank legen, oder? Was haltet ihr von der Idee? Ich finde die Idee gut. Ich habe gute Ideen. Plumps. Ja, nehme ich. Ach, da ist das Gary. Der wollte doch noch ein Bier haben. Ah, wie enttäuschend. Ich glaube, ich brauche etwas Stärkeres. In Ordnung, du scheinst ja ganz in Ordnung zu sein. Also hier ein guter Ratschlag. Hör auf, durch die Gegend zu laufen und allen zu erzählen, du wärst aus einer anderen Welt kommst. Heute flüstert man das einem Kumpel in die Taverne zu und morgen hängt dein Porträt schon an jedem Pfahl in der Stadt. Also wenn du deinen behalten willst, hör auf. Vielleicht hat er recht. Ich sollte vorsichtig sein. Also, was war deine Frage? Ich habe ein paar Fragen. Oh, mit Wein gibt... Komm nach Hause, ganz einfach. Du kannst bestimmt das Portal auf dem Hexenhügel benutzen. Muss ich einfach nur hindurchgehen, oder was? Muss ich erst...
anschalten? Ich habe hier drin offensichtlich kein Gehirn. Also weiß ich nicht, woher dieses Wissen kommt. Ich habe dir alles verraten, woran ich mich erinnere. Vielleicht helfen dir ein paar Bücher aus der Bibliothek weiter. Aber die Kirche hat eine Bibliothek im Keller. Oder vielleicht weiß der Astrologe etwas. Der ist ziemlich clever. Er hat als Kind immer wieder Bücher aus der Bibliothek mitgehen lassen. Und er ist so klug und immer fröhlich. Ich kenne ihn zwar nicht persönlich, aber das denke ich zumindest. Aber sein Wein ist der beste und er war ein guter Freund des Leuchtturmwärters. Sie trafen sich jeden am Leuchtturm. Und kommen natürlich durch die Kirche und ich glaube, dein Weinkeller schließt an die Kirchengewölbe an. Oh, sogar die Leichenhalle ist irgendwie damit verbunden. Da unten gibt es ein ganzes Nest von Tunnel und Gängen. Ich fische gern. Ich kann mich ans Fischen erinnern. Ich habe mal einen Fisch gefangen. Der war so... ich habe keine Hände, aber glaub mir, der war riesig. Ich hasse Fischgeschichten. Und einmal, weißt du was, ich muss los. Na klar, klar, klar. Und er will gerne Wein. Hm? Wo ist der Leuchtturm in der Nähe? Ich hab's vergessen. Diese ganzen Fragen sind so frustrierend. Ich bin kein guter Freund, weißt du? Zurück. Verlassen. Was brauchen wir hier nochmal? Okay, dann, der hat nichts mehr. Gib mir das jetzt. Ich soll das in einen Fluss schmeißen. Ach, es war ja auch irgendwo war ein Fluss, ne? Mit einer Brücke oder sowas. Irgendwo im Westen. Nice. Jo. Ich würde sagen, ich hoffe, es war die richtige Leiche. Zumindest hat der Exhumierung. Was glaubst du eigentlich, was du da machst? Ein Geist hat mich gebeten, diese Leiche los. Ach, perfekt, es war also richtig. Und du machst einfach, was fremde Geister dir erzählen? Ja. Ich kann dir doch freuen. Oh no, oh no. Ich allerdings kann dich zu Tode beißen, während du schläfst. Natürlich würde ich sowas nicht tun, weil wir doch Freunde sind. Aber du verstehst, was ich damit sagen will, oder? Nun ja. Also, wenn du mich fragst, ist der beste Weg, eine Leiche loszuwerden, sie zu verbrennen? Dammit. Weißt du, wohin der Fluss fließt? Der Fluss, der fließt in Richtung der Stadt, glaube ich. Wie kann ich... weißt du was? Du bist einer dieser Typen, die viel klüger aussehen, als sie eigentlich sind. Danke. Das war kein Kompliment. Genau das meine ich. Du brauchst Holz und Feuer. Es ist nicht ganz einfach, das ganze Ding bis zur Asche runterzubrennen. Wo kann ich sie verbrennen? Du brauchst einen ruhigen Ort, so wie den, an dem ich meditiere. Hier vom Friedhofseingang aus über die Straße bei der Klippe. Alle wichtigen Charaktere, die du Friedhofsfehler triffst, erscheinen. Charakterbildschirm. Sein Motto: Bete, predige, sehe wohlhabend aus. Die Stimmung des Charakters ist von 0 bis 100. Die Aufgaben mit diesem Charakter in Zusammenhang stehen werden, ne? Manche Interaktion benötigt eine gewisse... Ja, das habe ich schon gesehen. So, wir gehen jetzt aber ganz kurz noch einmal ein bisschen was am Friedhof machen, während ich einen Kaffee schlürfe. So, lass uns mal hier Energie verknallern. Arbeitszimmer, da war doch was mit dem Arbeitszimmer. Irgendwo musste ich Sachen studieren, die ich schon im Inventar habe. Und apropos Inventar, ich glaube, das hat nicht unendlich viel Platz. Ups. Okay, ein leerstehendes Grab ist ein No-No. Kann ich die Gräber eigentlich auch einfach nur ein bisschen aufräumen? Müssen wir gleich mal gucken. Ich glaube, dass diese Dinge als Ressourcen gehandhabt werden. Nee, wir müssen dieses Arbeitszimmer finden. Was ist das hier eigentlich? Tatsächlich kann man dann wahrscheinlich da unten in die Höhle rein, ne? Die sahen ja genauso aus, die Ranken. Aber gut, dann gehen wir mal Arbeitszimmer suchen. Ich würde erstmal im Haus anfangen. Das wird ja nicht hier drin sein, ne? Arbeitszimmer klingt so nach Haus. Was ist das hier nochmal gewesen? Ich habe schon wieder vergessen.
Garten. Oha. Wie was entfernen? Ich muss erst diese Dinge entfernen. Da brauche ich eine Technologie für. Dann machen wir das eben. Aber es scheint kein... Also, scheinbar gibt es keine Erfahrungspunkte, aber die können auch irgendwo versteckt sein im Menü. Ist das mein Arbeitszimmer jetzt? Nee, kochen wollte ich nicht. Nee, das wollte ich auch nicht. Den machen wir noch, weil der so schön im Weg steht. Arbeitszimmer, Arbeitszimmer. Nee. Ja, vielleicht ja doch im Krematorium. Hätte ich beinahe gesagt, hier unten im Keller. Leichenhallentisch. Den Tisch, ist das wichtig? Also ist es das jetzt, was ich brauche? Das Arbeitszimmer zum Sachen studieren? Scheiße. Okay, machen wir das einmal ganz kurz. Reparieren. Nee. Es scheint nicht das zu sein. Technologie. Freischalten? Moment. Ach. Ach so, das hat gar nichts mit. Aber ich war mir so sicher, dass es sowas wie ein Arbeitszimmer gibt. Guck mal, unten links ist auch so ein Fadenkreuz. Beinahe gesagt. Arbeitszimmer nicht beendet. Arbeitszimmer nicht beendet. Wisst ihr, wie das für mich hier so sich liest? Als könnte ich hier irgendwann Leichen einfach rausnehmen, nur um sie zu sezieren und dann wieder reintun. So hört sich das gerade an. Technologie. Ja, ich will das doch... Das hier wollte ich gucken, Mann. Oh, guck mal, es geht hier runter. Das nehmen wir uns mit. Und weil ich wirklich keine Ahnung habe, was dieses... Ich meine, das haben sie am Anfang gesagt, wo das war. Ah, Mensch. Ach, da wollte ich doch runter. Kacke. Oh, der Esel. Es gibt wieder was zu tun. Okay. Mal gucken, was heute drin ist. Fleisch. Moment, war das Arbeitszimmer nicht in der Kirche, in der Bibliothek, wo man die Bücher lesen kann, um blaue Punkte zu kriegen? Ich glaube nämlich, dass das so war. Wir sind out of energy. Lass mal gucken. Ich will noch nicht ins Bett. Arbeitszimmer nicht beendet. Okay, andere Frage. Wie stelle ich denn zum Beispiel einen Grabstein her? Mist. Blumensteine und irgend so ein Erd... Oh
Haufen Gedöns. Ist das ein Erd? Ne. Wie stellt man denn... Was? Mann. Weil ich jetzt keinen Platz mehr im Inventar habe? Oder warum trägt er das jetzt? Ach so, vielleicht ist das, weil es so... Oh, es leuchtet. Vielleicht, weil es so riesig ist. Das bringt wohl nichts, dass die Tatsache, dass es leuchtet, ist irgendwie noch nicht so... Oh, da unten ist irgendwas ganz komisches, Rotes. Da. Ein roter Pilz. Ein crashter Wagen. Was hängt da denn runter? Okay. Höhleneingang. Mann! Bleib doch nicht immer dran hängen, geh doch einfach durch. Was soll diese Collision Control immer? Kann ich mir hier so einen Kürbis stibitzen? Om nom nom. Ne, okay. Irgendwas anderes? Ein Apfel? Ne? So, was bist du denn? Ja. Was auch immer du mir verkaufen willst, ich kauf's nicht, sogar wenn es Drogen oder magische Tränke sind. Ich schau mich nur um, ich weiß nicht, was hier los ist, aber alle sagen mir, dass ich der Friedhofswärter bin. Oh, dann bist du ja sogar noch schlimmer als diese verschlagenen, wandelnden Händler. Der ganze Berufsstand ist mir suspekt und dich mag ich überhaupt nicht. Jetzt, da du weißt, was ich von dir halte, können wir uns um Geschäft kümmern. Okay, er verkauft, aber glaube ich nichts, was ich bräuchte. Es gibt neuen Ränge. Es gibt Ränge? Okay. Shit, vielleicht hätte ich ihn auch nochmal ausfragen müssen über die Landwirtschaft. Eventuell hätte er mir ein paar Samenkumen zugeworfen. Aber gehen wir jetzt erstmal in die Taverne. Ich glaube, das ist ein Spiel, wo man ganz langsam sich reinsteigert. Im Sinne von, man findet dann dies und findet das. Frage nach dem Garten. Ich habe einen verlassenen Garten. Aber der Garten wurde von Händlern in Besitz genommen, um ihre Schuld zu tilgen. Ich kann niemanden finden, der damit etwas anfangen kann. Ich könnte dir die Erlaubnis erteilen, den Garten zu benutzen, weil sonst würde freiwillig etwas in der Nähe des Titus anbauen. Okay, das war einfach. Aber, klingt toll. Gute Arbeit, du musst immer noch mit den Händlern reden. Das Grundstück gehört ihm. Es ist nicht rechtens, dir einfach die Erlaubnis ohne seine Zustimmung zu geben, aber meinetwegen ist es genug, wenn du es einmal später mit ihm regelst. Ich komme jeden mit dem Einwohnern zu handeln. Verstehe ich nicht. Ich habe doch hier so ein... Achso, ich muss ihn verkaufen. Aktiv verkaufen. Ist das der Händler? Kapitän. Ah, so ein Pech. Ich heute. Was haben wir hier? Ein Wagner. Frau Kette verkauft ja auch irgendetwas, ne? Okay. Gut, ich würde es an dieser Stelle für den Ersteindruck belassen. Ich glaube, man hat so einmal umrissen bekommen, was hier eigentlich abgeht. Guter Humor auf jeden Fall. Die Add-ons klingen extrem lustig. Ich glaube, es gibt hier eine Menge zu entdecken, tatsächlich. Ich glaube, das Spiel bietet sehr viel Unterhaltung. Freue ich mich, dass ich das gefunden habe. Ich weiß gar nicht, wie das unter meinem Radar so durchhuschen konnte. Ich hoffe, es hat euch auch genauso gut gefallen wie mir. Und vielleicht gibt ihr dem Ganzen mal eine schöne, faire Chance. Ich glaube, 17 Euro kostet das Original. Ich habe 4,95 Euro bezahlt, weil es brandaktuell im Angebot ist. Ja, meine lieben Freunde, soweit bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Ich wollte es aufheben. Okay, irgendwas stimmt hier nicht. Bedanke mich soweit bei euch fürs Zusehen. Nicht genug Energie. Und macht es gut alle zusammen. Bis zum nächsten Mal und...